Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde der Planet Crafter. Gestern haben wir den Portalgenerator gebaut, waren unterwegs, haben uns durch das Portal gebeamt und haben eine Menge Rohstoffe gefunden. Heute wollen wir einen Ausflug machen. Vorher schauen wir uns noch ein bisschen was an und ja, wer sich wundert, wo ich hier stehe, ich stehe hier auf meiner Heizung. Die ist so groß und so hoch, da kann man da oben drauf und deshalb sah das so ein bisschen aus wie so ein kleiner Aussichtsturm. Ja, der Überblick über unsere Basis, den kennen wir schon. Wir haben gestern Bäume gepflanzt, die wir aus dem Portal mitgenommen haben und die wollen wir uns anschauen. Ich muss was trinken und was essen. Was essen kann ich gleich, was trinken machen wir dann gleich am Wasser. Und ich möchte mir in der Handelsrakete, oh shit, jetzt ist er gerade weg. Wollte ich mir was kaufen? Okay, dann müssen wir das später machen. Ich wollte mir den großen Schrank kaufen. Da gibt es einen größeren Aufbewahrungsbehälter, der noch mehr Platz für noch mehr Material bietet. Gut, dann gehen wir mal hier runter. Hier haben wir gestern diese Baumsamen eingepflanzt in diesen Baumverteiler. Und so sehen die jetzt aus. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Mir gefällt es nicht so ganz. In einem Schneebiom oder irgendwo würde das besser passen. Wie hieß das Zeug nochmal? Brunea-Baumsamen. 1200% der Sauerstoffmultiplikator. Das nehme ich natürlich erstmal mit. Aber so richtig schön, so richtig gut gefällt es mir nicht. Sagen wir es mal so. Das ist halt immer Geschmackssache. Vielleicht finde ich noch einen Platz, wo die besser hinpassen, die Bäume. Wo ich sie dann reinpacke. Und dann würde ich hier vielleicht wieder eine andere Sorte pflanzen. Ja, gut, das macht erstmal nichts. Dann möchte ich euch was zeigen. Das habe ich auch durch Zufall jetzt mal entdeckt. Wir haben ja in diesem Aluminiumbiom haben wir einen Wrack. Wo ist es? Hier ist es. Und da hatte ich ganz am Anfang, wir sind ja unweit von hier, sind wir ja gespawnt, ging es ja los, unsere ganze Reise. Und dann habe ich ja hier gesehen, hier guckt eine Kiste raus, die man nicht öffnen kann. Aber wenn ich auf Zerlegen gehe, kann ich die Lagerkiste zerlegen. Und ja, dann bin ich letztens mal auf die Idee gekommen, was ist denn, wenn wir mit dem Jetpack hier hochgehen? Und siehe da, man kann hier oben rein. Man kann tatsächlich in dieses Wrack von oben rein. Das geht natürlich am Anfang noch nie, wenn man kein Jetpack hat. Dann schafft man es nicht hier hoch. Vermutlich zumindest. Ich denke, nur mit Springen wird das hier ein bisschen eng werden. Und dann schaut euch mal an. Hier stehen nicht eine Kiste, hier stehen vier Kisten mit Loot. Das ist, ja, überraschend. Der Inhalt ist jetzt nicht so berauschend auf den ersten Blick. Ja, das ist halt typischer Anfangsloot, ja. Wenn du das Spiel gerade gestartet, oh, hier ist ja kaum was drin, ne? Wenn du das Spiel gerade gestartet hast, dann freust du dich natürlich über jedes kleine bisschen. Aluminium ist dabei und ja, Mikrochips. Jetzt hier in dem Spielstadium, wo wir uns befinden, ist jetzt der Loot natürlich nicht so übermäßig pralle, aber wer wird denn wählerisch sein? Und dann sehe ich gerade, dass man hier die Dinge auch abbauen kann. Mehr ist nicht da. Gut. Da haben wir nochmal vier Leiterplatten gekriegt. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Habe ich bisher nie gecheckt, dass das so ist. Ist vielleicht jetzt auch erst neu hinzugekommen. War vielleicht in den vorhergehenden Spielversionen noch nicht so. Und ja, da haben wir auch das Geheimnis gelüftet, um diese da durchschimmernde Lagerkiste. Ich habe das am Anfang, wie gesagt, das war in einer der ersten Folgen, sind wir schon mal dort gewesen und da bin ich darüber gestolpert, dachte so, huch, eine Lagerkiste, die man abbauen kann, aber nicht looten kann. Ja, jetzt wissen wir warum. So, die Rakete ist unterwegs, das haben wir verpasst. Was haben wir denn hier? Oh, müssen wir erstmal ein bisschen einsortieren. Jetzt wäre der große Schrank nie ganz schlecht, weil der ist voll. Da habe ich die Mikrochips drin. Da habe ich die Leiterplatten drin. Ja, die kann ich dann auch ein paar verkaufen, so ist es nicht. Können wir die Leiterplatte eigentlich selber herstellen? Die können wir sogar selber herstellen.
Das Kritischste an der ganzen Geschichte ist eigentlich Zeolit. Den Rest kriegst du. Na gut, Biokunststoffklumpen musst du auch erst aufwendig herstellen. Na gut. So, was haben wir noch? Iridium. Ach, der ganze Schrank voll. Das lösen wir so, das Problem. Dann haben wir noch Stoff. Packt den derweil mal hier rein. Da müssen wir mal irgendwann Möbel bauen. Dann nimm dir mal 3 davon und 1 davon. Aluminium hast du ja auch schon überall verteilt. Magnesium. Dafür hast du Platz. Dann packen wir das und das mit hier rein. Jo. Gut, warum habe ich das jetzt gemacht? Weil wir noch eine Aufgabe offen haben. Ich wollte doch hier oben nochmal die Fenster reinbauen. Haben wir immer noch nie gemacht. Ja. Komplett verglast jetzt. Schön. Und wie gesagt, da kann ich dann mal irgendwelche Möbel reinbauen. Mal gucken. So, wie sieht's aus? Was zu essen haben wir? Genau, ich habe 3 Kernfusionsbrennstoffzellen. Damit können wir das Wrack am Wasserfall looten. Da gibt es erstmal für uns nichts zu machen. Doch ganz kurz für die, die nur zuschauen, die das nicht selber spielen und das halt noch nicht wissen. Ich war natürlich nochmal hier drüben, bin durch das Portal durch, habe nochmal den ganzen Loot eingesammelt, habe also wirklich jetzt alles, was es da drüben gab, in diesem Biom aufgesammelt. Und habe dann geguckt, was passiert denn hier überhaupt mit dem Monitor. Ich muss also das Portal manuell schließen. Und somit hat man selber Kontrolle drüber, wann es offen ist, wann man es wieder zumacht, wie viel man looten will und wie viel nicht. Das wusste ich ja bisher nicht. Ich habe ja gedacht, man kann nur einmal hindurch in jede Richtung. Das ist aber offensichtlich nicht so. Und wie gesagt, man kann das unendlich oft machen und kann dabei entsprechend den ganzen Loot einsammeln. Für mich persönlich ist es wichtig, dass ich natürlich den seltenen Loot bekomme und mitnehme und dass ich diese Quarze bekomme. Ich habe mal durchgezählt, ich habe 10 Quarze bekommen in unterschiedlicher Zusammenstellung, also die Pulsarquarze, Magnetarquarze und wie sie alle heißen. Weil zum Öffnen so eines Portals braucht man ja auch Quarze. Und das wäre schon gut, wenn die Bilanz so ist, dass man wenigstens plus minus null macht. Im Idealfall kriegt man ein paar Quarze mehr raus, als man investiert hat. Und ich denke, das hat auf jeden Fall funktioniert. Rein von der Quantität, also von der Menge der Quarze. Welche Quarze wir bekommen haben, das hat natürlich jetzt nie hundertprozentig gepasst. Aber wir müssen mal halt schauen, wie wir das in Zukunft machen. Ein paar findet man ja in den Rainbow Caves. Jetzt ist gerade Nacht, noch, man sieht überhaupt nichts. Außer den Wasserfall hier durchschimmern. In den Rainbow Caves kann man ja Quarze sammeln. Ui, das war eine sehr lukrative Rakete. Da hatte ich offensichtlich was reingepackt, was ich verkauft habe. Oh, schaut mal hier. Hier ist ein Wächterschrein. Den habe ich noch nicht entdeckt. Schön. Seht, da haben wir wieder einen gefunden. So langsam sind wir gut unterwegs. Müsste jetzt das 7. oder 8. Schlüssel sogar schon sein. Ja, und vielleicht kann man in den Rainbow Caves, das wollte ich noch zu Ende führen, den Gedanken, auch einen Erzextraktor bauen und tatsächlich die Quarze dort, auch wenn es keine Erze, sondern Quarze sind, und vielleicht kann man die dann sogar mitnehmen. Ja. Dann gehen wir nochmal zum Wasserfall. Hinter dem Wasserfall ist das Wrack. Das können wir uns angucken. Und was ich bisher völlig vergessen habe, was wir noch nicht gemacht haben, unterm Wasserfall, da ist ja eine Höhle. Die ist natürlich jetzt unter Wasser.
Ich glaube, die haben wir auch noch nicht besucht, ne? Ja. Ist sogar trocken. Sind wir sogar über dem Wasserspiegel. Wenn man, ja, zu Beginn des Spiels, wo der Wasserfall noch nicht existent ist, wenn wir noch kein Wasser hier auf dem Planeten haben, dann kommt man hier natürlich problemlos rein. Da sieht man die Höhle auch gut. Jetzt kann man sie nur durch Zufall entdecken, wenn der Wasserfall da ist, oder man weiß es halt noch. So. Gut, schauen wir uns mal an, was es hier gibt. Hier liegen ein paar Strukturen. Die kannst du nicht zerlegen. Ja, das ist soweit okay. Ich nehme mal alles mit, weil ich in die Höhle bestimmt nicht wieder reingehe. Das ist auch, ja, eigentlich schon mit Game Loot. Gar nicht so sehr am Anfang des Spiels sinnvoll. Ah, da ist noch eine blaue Kiste. Geht's hier noch weiter hoch? Ne. Blaue Kiste und eine Nachricht. Die lesen wir uns auch gleich durch. Das ist dann eher Early Game Loot. Na gut, das könnte man zerlegen. Warum auch in diesen Massen? Warum mehrfach? Ja gut, im Multiplayer kannst du es mehrfach gebrauchen. Im Singleplayer. Na gut, kann man zerlegen. Wir haben ja den Recycler. So viel gibt es allerdings dafür nicht. Ein bisschen Silizium und Eisen und vielleicht Magnesium. Mal schauen. Gut, was bringt uns diese Nachricht? Was eine lustige, entspannende Zeit werden sollte, entwickelte sich zu einem Albtraum. Eine fünfwöchige Weltraumkreuzfahrt durch die weniger bekannten Teile des Universums. Unglücklicherweise war unsere blöde Crew nicht in der Lage, auf einen scheinbar geringfügigen Vorfall zu reagieren, und jetzt sind wir dabei, die wenigen Leichen zu begraben, die wir aus dem brennenden Wrack bergen konnten. Uns steht nun vermutlich ein ähnliches Schicksal bevor. Wir fahren nach Westen und werden sehen, wie lange wir überleben können. Meine Schätzung? Höchstens ein paar Tage. Immerhin gibt es vorerst Überlebende der Sinita 2. Jahr 3043. Jahr 3043, ist das das Jahr mit E-Class gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Sinita 2. Wir fahren nach Westen. Westen ist in diese Richtung. Will er uns damit sagen, dass es im Westen noch mehr Wracks gibt? Ja, mehr gab es jetzt hier nicht zu holen. Hier geht es auch nicht weiter. Ja, an diesen Stellen, da gibt es dann später Froscheier. Wir sind ja auf dem Weg zu den Amphibien, auf dem Weg zu dieser Terraforming-Stufe. Gut, Westen wäre in diese Richtung. Das haben wir schon erkundet, dieses Gebiet, richtig? Da war aber kein Wrack. Bin ich natürlich ein bisschen neugierig. Ja, das ist dieses Gebiet hier. Ah, jetzt kommt hier langsam Wasser. Gibt es dann vielleicht doch... Oh, schön. Oh, Die nehmen wir mit, auf jeden Fall. Ja, dann lassen wir den Kram hier. Das nehmen wir mit. Das kannst du alles hier lassen, das brauchst du nicht. Dann nimm die Sachen noch mit. Tuska-Samen haben wir auch zu viele. Rucksack Stufe 6, 350 Giga-Terra-Indexpunkte. Das könnte sein, dass wir jetzt tatsächlich die Terraforming-Indexstufe, die Terraforming-Stufe mit den Amphibien erhalten haben. Ich
Ja, wenn da Wasser drin war, kann das sein, dass jetzt doch der Ozean hier irgendwann entsteht? Also hier ist weit und breit kein Wrack zu sehen. Fällt jetzt was vom Himmel? Die haben wir schon sortiert, die Kiste. Die kennen wir also schon. Hier ist jetzt auch Wasser. Hier hinten war irgendwo die Höhle mit der goldenen Kiste. Da ist er drinnen gewesen. Ist sogar noch drin, haben wir nicht leer gemacht. Alles klar. Ja, ne, hier geht's aber nie weiter. Also der Hinweis mit nach Westen. Der war jetzt nicht so überaus hilfreich. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert, wenn man hier unendlich weiter sich bewegt, ob es dann irgendwann einen großen Crash gibt. Ne, braucht man nicht weiter. Oder ist es ein Übersetzungsfehler? Sind sie gar nicht nach Westen unterwegs gewesen? Denn ansonsten kann es ja nur noch sein, dass die dann irgendwo sich einen Bunker gebaut haben, den man schwer entdecken kann. Hier oben war ja nichts weiter. Das haben wir ja alles schon erkundet. Ja, bevor wir ins Wrack gehen, müssten wir eigentlich zurückgehen und den Loot ausladen. Ja, jetzt schauen wir direkt nach Osten. Da hinten ist dieses andere Wrack. Ist jetzt auch überall Wasser drin. Oh, okay. Ne, das war die falsche Taste, du wolltest sortieren. Na, Nahrung, da können wir was machen. Ortspulver letzte Mal hier, das nimmst du dafür mit. Serlit nimmst du auf jeden Fall auch mit. Den Rest kannst du erstmal hier lassen. Wobei die Samen, den golden. Ach, das ist Shanka-Samen, machst du das so. Triebwerke kannst du notfalls verkaufen und den Rest machen. Wahnsinn, wie viel man hier noch findet. Ja, also wenn sie wirklich ziemlich genau nach Osten gefahren sind, nach Westen gefahren sind, dann müssten sie ja irgendwo hier in dem Bereich lang gekommen sein. Ja gut, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Hinweis ist darauf, dass hier noch was kommt oder eben nicht. Hier hinten ist ja die Basis von Iglas dann in dem Krater drin. Das kennen wir schon. Anderes Wrack oder irgendwie eine andere Bunkerbasis habe ich jetzt nicht gesehen.
Ja gut, wie gesagt, das Inventar ist voll. Da brauche ich jetzt nicht in die in das Wrack gehen. Das haben wir uns auch schon angeguckt. Dann müssen wir erstmal kurz zur Basis ausladen. Dann können wir uns den großen Rucksack bauen. Was passiert jetzt? Es fällt irgendwas vom Himmel oder nicht? Ja. Fällt was vom Himmel. Das passiert natürlich immer dort, wo der Meteoritschauer getriggert ist. Da gibt es noch keine Frösche. Demzufolge scheinen wir die Terraforming-Stufe noch nicht erreicht zu haben. Ja, wer weiß, was da jetzt runterfällt, was wir verpassen an Rohstoffen. Ist aber unkritisch, wir sind recht gut aufgestellt. Das ist immer wieder schön hier mit den Blumenwiesen, mit den bunten Schmetterlingen, wenn man dann zur Basis zurückkommt. Das gefällt mir. Ja, jetzt können wir auch gleich mal gucken, dass wir hier... Dann hauen wir die Triebwerke mit rein, da bist du los. Die kannst du auch mal mit reinhauen, so viele brauchen wir davon nie. Und den Iridiumstab kann man auch gleich mit reinhauen. Da haben wir ja zum Glück genug Zeug da. Gut, wieso rampelt das immer noch? Muss ja langsam mal gut sein. Und zwar wollte ich den Schrank. Vorratsschrank Stufe 2, den hier. Der sieht nicht nur stylisch aus, sondern der hat auch wirklich richtig viele Plätze. Diesen Bauplan kaufe ich mir. Und jetzt haben wir 15.000 Terra-Token. Was bringt der Hologrammprojektor? Den können wir uns irgendwann auch mal kaufen. Deshalb würde ich jetzt darauf verzichten, mir irgendwie noch Schmetterlingslarven und Froscheier zu kaufen. Oder hier diese Fischeier. Die haben zwar mit 500% Tiermultiplikator, sind die nie ganz schlecht, aber wir haben ja die goldenen Fischeier, die uns auch 500% geben. Gut, dann starten wir die Handelsrakete, damit wir das Zeug bekommen. Da haben wir eine ganze Menge Quarze, das ist gut. Nehmen wir einen Zeolith, packen wir hier rein. Stopp. Eisen kannst du hier reinpacken, der ist schon voll der Laden. Den Uranstab. Ist mal keinen Platz mehr. Das ist ein Chaos bei dir im Schrank. Dann können wir uns mal noch den Schlüssel hier reinpacken. Wie viel haben wir denn jetzt? 5 Stück, 6, 7 Stück. Naja, da fehlen uns noch welche. Und dann wollten wir mal schauen, was wir für den Rucksack brauchen. Den werden wir wahrscheinlich hier bauen können. Rucksack Stufe 5, ne Stufe 6. Rucksack Stufe 5 haben wir. Eine Leiterplatte, Obsidian, Blau und Violett. Blau, Violett, Obsidian und eine Leiterplatte. Richtig? Ja. Da gucken wir nochmal ganz kurz. Wir haben 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mal 5. Wieder 5 in der Reihe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 10 Plätze mehr. Das ist doch mal schick, oder? Damit lässt sich's doch leben. Ach, hier geht uns auch der Platz aus. Hier hatte ich neue Schränke gebaut. Den mal hier rein. Hier hast du noch mal Pflanzen. Und das haust du jetzt mal hier rein. Fällt mir gerade nichts Besseres ein. Und jetzt regnet's.
Sehr schön. Eigentlich wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für den Ausflug. Also zum Wrack erkunden. Allerdings ist jetzt die Zeit schon so weit, dass wir dann gar keine Zeit mehr im Wrack so richtig haben. Und da würde ich sagen, machen wir das nächste Mal. Die nächste Freischaltung ist hier Mutagen Stufe 4. Das ist noch ein ganzes Stück hin. Momentan brauche ich es auch noch nicht. Bohrer Stufe 5. Und hier der genetische Extraktor. Das heißt, ich werde vielleicht noch mal gucken, dass wir noch ein bisschen was mit Fischen machen, dass wir die Tierbiomasse noch ein bisschen nach oben bekommen. Und dann hier die Fischform zu machen. Da werde ich mir vielleicht noch das eine oder andere Aquarium irgendwo hinstellen, die wir dann später wieder abbauen. Um erstmal den Fortschritt zu bekommen. Und den genetischen Extraktor müssen wir uns angucken, wofür wir den brauchen. Und dann können wir ja, wenn wir das Wrack erkundet haben und freigeschalten haben, dann können wir uns ja nochmal auch ein neues Portal öffnen und dort nachschauen, was es da an spannenden Rohstoffen gibt. Ja, und mit diesem schönen Regen, der unseren Planeten noch besser wachsen lässt, verabschiede ich mich für heute. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.